Und wenn die Frage ist, wie war es, noch nicht mal höflich daneben, sondern einfach völlig daneben. Bullshit. Ach, halt die Schnauze. Sie wirken ein bisschen sprachlos. Und das ist wirklich gut so. Ja, ich hätte zumindest gedacht, dass man sich dem Motto, dem Geist, auch immer einer völlig anderen Meinung ist, höflich nähert. Aber also nur Selbstlob, Ignoranz, Missachtung von allen Leuten, kein Gespür, keine Wahrnehmung für globale Probleme. Halt deine verdammte Fresse! Also es war die schlechteste Rede, die ich in meinem Leben gehört habe. Das ist ja für Davos ein ziemlicher Rückschlag. Und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen. Nun konnte man nicht rechnen, dass diese zarte Pflanze Davos noch mal versucht, Nachhaltigkeit zu denken. Das ist ja auch für Davos was Neues. Mit Trump einen Alliierten hat, das ist wohl nicht zu erwarten gewesen. Aber er ist dann ja nicht kein Alliierter, sondern einfach, er ist der Gegner. So bescheuert übrigens. Du bist so bescheuert. Sein Geist ist kranker. So bescheuert bist du. Schaff den weg hier, diese Scheiße. Er ist der Gegner. Er steht für all die Probleme, die wir haben. Was Sie soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. In keinem Punkt Ihres zusammenhanglosen, idiotischen Gestammels haben Sie auch nur einen Gedanken vorgebracht, der nachvollziehbar wäre für einen gesunden Geist. Und jeder Mann in diesem Raum ist nun dümmer, weil er sie anhören musste. Sie bekommen keinen Punkt und möge Gott ihrer Seele gnädig sein. Robert Habeck. Fick dich und verpiss dich, du bist scheiße.